Es wird sehr viel mit der Angst der Menschen gespielt, um einerseits sehr viel Aufmerksamkeit zu bekommen und als bewährtes Mittel, um halt auch hier Produkte verkaufen zu können. Im Gesundheitsbereich ist es leider auch so, selbst im alternativen Bereich, wo halt hier beispielsweise Angst gemacht wird über die Parasiten, die dein Gehirn oder deine Gedanken übernehmen. Und dann hat man halt hier gleich das perfekte Produkt parat, den Leuten das irgendwie weismachen möchte, dass halt dadurch die Parasiten irgendwie verschwinden. Was ich auch sehr heuchlerisch finde, ist, wenn man sagt, man braucht Nahrungsergänzungsmittel, weil unsere Kulturpflanzen nicht mehr genug Nährstoffe bilden, weil die Böden ausgelaugt sind. Ja, es stimmt, unsere Böden sind wirklich ausgelaugt, so wie wir mit denen umgehen. Und unsere Kulturpflanzen und auch unsere Tiere, die wir halten, sind wahrscheinlich auch bei weitem nicht mehr gesund, wie es vor 100 oder 200 Jahren der Fall gewesen ist. Das, was ich als heuchlerisch betrachte, sind halt dann die Leute, die solche Aussagen tätigen und dann auch meistens zugleich ihre Nahrungsergänzungsmittel oder ihre Produkte auch mit verkaufen. Ja, man kann darauf hinweisen, manche Leute nutzen es, dass es ihnen halt auch besser geht, sie sozusagen als Hilfsmittel nutzen. Aber halt die Aussage, unsere Böden sind ausgelaugt, deswegen braucht man Nahrungsergänzungsmittel, ist halt ein bisschen zu kurz, wie ich finde, weil die Leute halt dann nicht dann mit dabei sind, auf dem Feld draußen sind und das Problem lösen möchten, dass sie halt unsere Böden wieder die optimalen Nährstoffe haben und dass er auch wieder fruchtbar und vital ist. Also ich habe bis jetzt noch keinen kennengelernt, der Werbung für Nahrungsergänzungsmittel auch macht, was ja im Grundsatz ja nichts Verwerfliches ist, der halt dann solche Aussagen macht, wie unsere Böden sind ausgelaugt, der aber dann im gleichen Atemzug dann sich auch dafür einsetzt, dass die Böden wieder aufgebaut sind. Und für mich ist das die logische Konsequenz, wenn man solche Aussagen tätigt, wie unsere Böden sind ausgelaugt, dass man dann hier rangeht, Projekte startet, dass man halt wieder die Böden aufbaut, fruchtbare Böden wiederherstellt und hier gesundes Obst und Gemüse macht. Für die Übergangszeit kann jeder von mir aus Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Da habe ich auch kein Problem damit. Soll ja jeder machen, was er will. Ich habe hier meine eigene Sichtweise, dass halt Krankheiten, Müdigkeit oder auch der Nährstoffmangel Entgiftungserscheinungen vom Körper sind und die Nahrungsergänzungsmittel mehr als Puffer dienen bzw. die Entgiftung stoppen. Und wenn man halt dann zum Beispiel, wie ich das mache, mit der Rohkostreinigung oder auch sehr viel fastet, sich das ganz einfach alles widerlegt, wenn der Darm auch gereinigt ist, da braucht man auch gar nicht mehr so viele Nährstoffe, wie man es uns eingeredet wird. Aber ich mache ja hier meine Selbstversuche mit der Rohkost, Selbstexperimente, soll jeder hier selbst seine Erfahrungen machen. Es wird ja auch sehr viel gepredigt, dass wir zurück zur Natur sollen und die auch wieder hier fördern, damit wir hier eine bessere Lebensgrundlage haben. Und dann halt im gleichen Atemzug hier dieser massive Abverkauf von Nahrungsergänzungsmitteln machen, also hier chemisch bzw. künstlich hergestellte Produkte. Und manchmal werden diese Produkte auch ziemlich penetrant beworben. Ist halt ein lukrativeres Geschäft. Mit den Nahrungsergänzungsmitteln ist ja ein Milliardenmarkt, verdienst du einfach viel mehr Geld und hast wahrscheinlich auch weniger Zeitaufwand. Ich meine, in einem Garten, so wie ich jetzt zum Beispiel mein Permakulturprojekt gemacht habe oder ich es auch momentan mache, ich arbeite jeden Tag, habe hier schon seit Jahren auch keinen Urlaub mehr gehabt, arbeite bei Hitze, bei Wind, bei Regen, auch damals in den Anfangszeiten im Winter durchgearbeitet, während es kalt ist, also hier die ganze Zeit auch bei Schädlingen kann ich keinen Einfluss nehmen, ärgere mich da auch ein bisschen, also bin auch abhängig von der Natur, wie viel ich da ernte und für den ganzen Arbeitsaufwand, den ich da habe, ernte ich nicht so viel bzw. verdiene auch nicht so viel Geld. Ja. Also das Fazit von dem Video, warum ich das als Heuchelei sehe, man sagt halt einerseits, die Böden sind ausgelaugt, unsere Natur gibt das nicht mehr her, die Böden, unsere Pflanzen, alles viel zu schwach und dann halt einfach zu sagen, hier, kauf mein Produkt, kauf meine Nahrungsergänzungsmittel, anstelle zu sagen, ja, die Böden sind ausgelaugt, wir müssen da was machen, hier habe ich ein Permakulturprojekt, bauen wir hier unser eigenes gesundes Obst und Gemüse an und für den Übergang können wir hier die Nahrungsergänzungsmittel als Ergänzung zu uns nehmen für eine gewisse Zeit. Damit hätte ich überhaupt keine Probleme, weil das würde auch eine ganz andere Botschaft in die Welt mit rausbringen und nicht nur hier den Fokus auf den Verkauf von Produkten geben, damit man sich hier ein schönes Leben machen kann und die Anstrengungen halt an irgendwelche anderen Leute dann machen, wovon dann wieder alle profitieren.
Ich nehme seit Jahren keine Nahrungsergänzungsmittel zu mir, auch kein Vitamin D. Ich baue ja auch mein eigenes Obst und Gemüse an. Ich bin draußen viel an der frischen Luft, bewege mich auch sehr viel, bin auch in der Sonne. Also gehe halt hier viel mehr in Richtung eines natürlichen Lebens, wodurch ich halt diese künstlichen Produkte auch nicht mehr benötige. Und diesen Zustand kann auch jeder Mensch erreichen. Hier an der Seite findest du noch weitere spannende Videos. Entweder was zur Permakultur, wo du mit wenig Aufwand dein eigenes Obst und Gemüse in qualitativ hochwertig anbauen kannst, oder auch zum Thema Gesundheit, wo du halt zum Beispiel lernst, wie du auf rohvegan umstellst oder beziehungsweise wie du auch effektiv fastest, damit du deine Gesundheit aufs nächste Level bringst. Sonst gerne einen Daumen nach oben geben, kannst mir auch gerne unten in die Kommentare schreiben, wie du das Ganze siehst. Bin natürlich auch immer sehr offen für andere Sichtweisen.